Hallo, ich bin David Hanselmann und Musik ist für mich ein Heiler. David Hanselmann, meine lieben Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass du Zeit hast. Wir kommen gleich auf deinen Satz zu sprechen. Ich möchte dich aber vorher fragen, wenn ich dir anbieten könnte, weil ich diese Macht hätte, dass wir den 22. September 2014 löschen aus deinem Leben und der ganz anders gelaufen wäre, würdest du dieses Angebot annehmen? Nein. Warum nicht? So tragisch, wie es ist, war es für mich eine wichtige Erfahrung, die mein Leben auch in gewisser Weise verändert hat. Jetzt müssen wir mal aufklären, was an diesem Tag passiert ist. Kannst du das ganz kurz erzählen? 22. September 2014 saß ich zu Hause beim Fernsehgucken und hatte so ein ungutes Gefühl. Und dann ging es los. Ich habe keine Luft mehr bekommen, geschrien. Ich habe den Notruf angerufen, 112, und habe gesagt, ja, Sie müssen mir helfen, ich sterbe. Ich bekomme keine Luft mehr. Die waren 10 Minuten später da und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen. Meine Lungen waren voller Wasser. Dann nach ein paar Tagen hat man festgestellt, dass du diesen Krebs hast. Was war dein erster Gedanke, als du diese Diagnose bekommen hast? Die Scheiße ist voll am Dampfen, habe ich gedacht. Und aus diesem Schicksalsschlag, das es ja definitiv ist, weil das verändert ein Leben ja komplett. Man weiß ja auch, mit Krebs kann man leben, aber er kann jederzeit zurückkommen. Das ist es ja. Das muss man gewahr sein, dass es nicht vorbei ist, sondern man muss immer zur Untersuchung und gucken und ja. Aber bis jetzt, toi toi toi, ja. Sitzen wir ja. Hier ja. Wirklich, mit einem ja. Lachen ja. Auf den Lippen ja. Zusammen. Aber das war immer so. Es gibt keinen Grund zu verzweifeln, sondern es gibt nur einen Grund, nach vorne zu schauen. Und vor allen Dingen muss man sagen, aus diesem Schicksalsschlag heraus ist ja auch was ganz Tolles entstanden, ein Album, was du Anfang 2016 rausgebracht ja. hast. Ja. Weil du bist ja Musiker, das haben wir am Anfang gesagt, die Musik ist eine Heilung für dich. Darüber sprechen wir gleich. Vorher schalten wir in meinen ersten Beitrag. Wir waren auf einem Fantreffen, wo YouTube-Stars sind und es ist wirklich sehr, sehr abgefahren gewesen. So, hier geht's lang, dann geht es drinnen weiter, die Treppe runter, um diese jungen Menschen zu treffen, um dann das zu machen. Du gehst, wie du stehst, wie du dich bewegst. Magisch, magisch, du bist so magisch, du verzauberst mich. Bleib noch ein bisschen da. Magisch, magisch, du bist so magisch, du verzauberst mich. Wenn Sie sich jetzt fragen, was war denn das? Dazu gleich mehr. Wir springen jetzt erst noch mal an den Anfang. Es ist Sonntagmittag. Wir sind in der Stuttgarter Innenstadt. In dem Eventladen Haute Couture sind heute YouTube-Stars eingeladen und alle Kiddies wollen hin. Wie ist es für Sie als Mama? Können Sie das hier überhaupt verstehen, was hier passiert? Ja, eigentlich nicht wirklich. Also es ist Wahnsinn, wie die Kinder abgehen, wenn die junge Mädels und Jungs sehen. Also schon eigentlich nicht nachzuvollziehen. Es ist halt mega cool, die jetzt einfach zu treffen und mit denen zu reden und alles. Und warum ist das so cool? Ja, also weil die sind halt berühmt und dann kann man halt mal Stars treffen, weil man hat halt nicht immer die Chance, die zu treffen. Es ist Wahnsinn, was hier passiert. Was denkst du darüber, wenn du diese ganzen Menschenmassen siehst? Ja, ich denke darüber nach, dass es eine neue Generation ist, die andere Stars haben, aber auch zu Recht. Und während draußen noch gewartet wird, wird drinnen umarmt, Selfies gemacht. Ach ja, und wie gesagt, das hier. Zu einer Karaoke-App namens TikTok können sich die User Musik aussuchen und die dann auf ihre Art und Weise interpretieren. Die Social-Video-App ist mega erfolgreich und hat alleine in Deutschland um die 8 Millionen Nutzer. Kannst du diesen Hype um dich verstehen, dass alle dich toll finden, alle dich anklicken, alle mit dir Fotos machen wollen? Es ist auf jeden Fall unbeschreiblich, wenn man erstmal diese ganze Menge, die man eigentlich nur als Zahl wahrnimmt, auf einmal in Real Life sieht. Und es ist echt krass, man realisiert das gar nicht so wirklich. Verdientest du damit schon richtig dein Geld? Ja, also natürlich kann man damit Geld verdienen, aber ich glaube für uns alle ist es einfach ein total schönes Hobby und macht total Spaß, immer so eine starke Community hinter sich zu haben. Also ich habe noch nie so jemanden getroffen, also es war richtig cool. Cool natürlich, weil sonst kann ich halt sonst nicht so zu denen hin, zu den Fan-Treffen oder so. Und deswegen fand ich es halt jetzt cool, dass die halt das heute dann in Stuttgart gemacht haben. So, und jetzt schnappen Sie sich mal Ihre Kinder oder Enkelkinder
und machen zusammen mit ihnen Karaoke im Jahr 2018. Ja, und wir sind zurück mit David Hanselmann und du bist Musiker. Und jetzt möchte ich natürlich dich fragen, wärst du bereit, kurz mal für uns live zu singen? Hallo. Und wir müssen auch sagen, wir sind im Katis übrigens. Ja. Wir sind nicht alleine. Kati hat natürlich Gäste hier in Winnenden. Wir haben sogar Publikum. Normalerweise muss man für deine Auftritte viel Geld hinlegen. Viel. Und heute haben alle Glück. Alle Glück. Ja, dann leg mal los. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about the science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Oh! Danke! Und als du dann die Diagnose bekommen hast, haben die Ärzte ja gesagt, du wirst Probleme mit deiner Stimme kriegen. Und da hast du dich so dagegen gewehrt und hast gesagt, nein, ich werde weiter singen, weil jetzt kommen wir auf dem Anfangssatz zurück, weil Musik ist ein Stück meiner Heilung. Ja, absolut. Also das sehe ich so. Musik ist ein Heiler und nimmt dich mit, ja, und sagt, komm, du, das Leben ist nicht so schlimm, wie es scheint. Es ist im Moment nicht lustig. Aber es gibt ja auch schöne Momente und es ist ja so. Es ist ein schöner Moment, wenn man jetzt plötzlich Musik macht und den Leuten gefällt es. Und alle sind auf einmal still geworden, ja, gell? Ja, und das ist doch toll. David, wir reden gleich weiter. Ja. Wir schalten, wie es sich für jede gute Sendung gehört, in die Werbung. Ja, und bei mir ist immer noch David Hanselmann. Und David, wir haben sehr viel über deine Vergangenheit gesprochen, was ja wichtig ist, weil die hat dich sehr geprägt, weil das ist eine besondere Vergangenheit mit der Krankheit. Jetzt sind wir aber in der Zukunft. Wo bist du heute? Wer bist du heute? Was ist anders? Eigentlich im Grunde genommen ist alles anders. Das Einzige, was nicht anders ist, ist die Liebe zur Musik, ist das Verlangen, aufzutreten, nicht um jeden Preis, und Musik zu machen mit Musikern, die mich beflügeln. Jetzt bist du ja tatsächlich eine totale Kämpfernatur und hast wahrscheinlich aufgrund deines starken Willens auch geschafft, den Krebs bis heute zu besiegen. Dann natürlich haben wir jetzt schon drüber gesprochen, die Musik hat dich geheilt. Wenn Menschen uns jetzt zugucken, die genauso ein Schicksal haben wie du, was würdest du denen raten? Sich eine Aufgabe suchen, ein Ziel, etwas, wo man auch auf den nächsten Tag, auf die nächste Woche, aufs nächste Jahr hinarbeitet, eine Aufgabe hat und nicht aufgibt. David, du machst wirklich sehr viel Mut. Also ich finde das sehr klug, was du sagst. Wir schalten in meinen nächsten Beitrag. Und zwar habe ich zwei Menschen getroffen, die einen Film über eine ganz besondere Hebamme gemacht haben, die hier aus der Region kommt. Die hat in den 40er Jahren angefangen, Babys auf die Welt zu bringen. Und mehr über diese beeindruckende Persönlichkeit sehen Sie jetzt. Also sie selber hat immer gesagt, wäre sie nur Frauenarzt geworden. Die Ärzte werden ganz anders anerkannt wie die Hebamme. Und die Hebamme hätte die ganze Verantwortung für Kind, für Mutter und Kind. Und die Hebamme wäre immer schuld, wenn was nicht klappen würde nachher. Natürlich in der Zeit waren Hebamme schon anerkannte Personen wie der Apotheker, der Lehrer, Pfarrer, die waren ja damals schon alle anders wie heute, ja, ein bisschen höher gestellt und angesehen. Und sie hatte das Problem, Krieg, kein Sprit, kein Auto, musste alles mit dem Fahrrad machen und zu Fuß. Es war also halt sehr beschwerlich. Helene Reit ist im Rems-Murr-Kreis vielen ein Begriff. Die Hebamme hat von 1940 bis 1976 im Bezirk Winnenden, einschließlich Berglen, Schweigheim und Leutenbach, 6.500 Kinder zur Welt gebracht. Deshalb haben sich Dieter Thor und Kurt Zauser auf historische Spurensuche begeben und den Film Die Hebamme Fräulein Reit gemacht. Es war interessant, dass man das alte Zeiten wieder aufleben konnte, ja, und dass
dass das auch der Nachwelt erhalten bleibt. Ja. Der Film wird heute Abend hier im Jakobushaus in Schweigheim gezeigt. Aber nicht nur das, auch ihr Fahrrad, mit dem sie immer zur Arbeit gefahren ist, kann hier heute bestaunt werden. Von 1941 bis 1955 hat sie dieses Fahrrad benutzt und ist in der steilen Gegend hier, Bräuningsweiler war immer ihre härtesten Geburten, weil bis sie da hochgestrampelt ist. Da gibt es sogar einen Weg, der heißt heute noch Hebammenweg, weil die hat so eine Abkürzung genommen. Wollen Sie für uns mal eine Runde drauf radeln? Können wir machen. Und sie hat auch gutes Gedächtnis gehabt. Die Mütter haben erzählt, auch wenn sie Jahrzehnte später in der Marktstraße sie getroffen hat, die hat genau gewusst, grüß Gott, Frau Meier, und hat die Kinder aufgezählt, die Namen, und wusste sogar noch das Geburtsjahr. Also die musste ein phänomenales Gedächtnis gehabt haben. So, das war eine Rundfahrt mit dem Hebammenrad. Wie fährt sich's denn? Naja, die Höheneinstimmung stimmt für mich nicht ganz. Sie war wohl ein bisschen kleiner wie ich. Auch wenn sie vielleicht kleiner war, ist sie eine große Persönlichkeit und allen, die sie kannten, in guter Erinnerung. Einfach und gutmütig und bescheiden. Das war sie, das muss man sagen. Also ich kannte sie, wie wir hierher gezogen sind nach Schweigheim. Und da wollte sie mir ihren Hebammenkoffer verkaufen. Ich hatte aber schon einen und da hat sich das dann erledigt. Ja, sie stand an meiner Tür. Ich hatte einen Sohn geboren und da ist sie mir beigestanden. Und dann geht das Licht aus und der Film an. Den gibt's übrigens auch als DVD unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse zu kaufen. Die nächste Möglichkeit, diesen Film übrigens zu sehen, haben Sie am 14. Dezember in Leutenbach bei der Altersfeuerwehr. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und wir enden mit zwei Veranstaltungstrips traditionsgemäß. Und deinen Tipp, wo man hingehen sollte, darfst du bitte jetzt in die Kamera sagen. Winnenden Katis, 27.10. Da trete ich auf, singe alle Lieder, die sie mögen oder auch die sie nicht mögen. Dankeschön. Genau, das Katis ist ja das, wo wir auch gerade sind, haben wir vorhin schon gesagt. Und mein Tipp ist, am 10. und 11. November ist die Stilwild in Tübingen. Das ist eine coole Designermesse mit jungen Leuten, da könnten Sie auch mal vorbeischauen. Cool. Alles Gute weiterhin. Ja. Danke ebenfalls. Dankeschön. Gesund bleiben. Und Ihnen natürlich auch alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.